Hallo, in diesem Video schauen wir uns eine typische SRP-Aufgabe zum Thema Funktionen an, und zwar die BIFI-Aufgabe Chemisches Experiment. In diesem Funktionsgraphen hier sehen wir den Temperaturverlauf eines chemischen Experiments innerhalb der ersten 8 Minuten. Dabei ist die Temperatur in Grad Celsius angegeben und die Zeit, wie schon gesagt, in Minuten. Unsere Aufgabe ist es nun, die Werte T von 1 sowie T von 3,5 möglichst genau zu bestimmen und dann in eigenen Worten zu erklären, was diese Werte denn überhaupt aussagen. Versuch das zunächst alleine und pausiere dazu das Video. Lesen wir zunächst die gesuchten Wertepaare hier im Funktionsgraph ab. Wir suchen den Wert für T von 1, dafür schauen wir hier auf der x-Achse bei dem Wert 1 und suchen den zugehörigen Funktionswert. Den finden wir hier oben bei 30. Das heißt, wir können hinschreiben, T von 1 ist gleich 30. Und nun sollen wir noch den Funktionswert an der Stelle 3,5 ermitteln. Das heißt, wir schauen hier bei x ist gleich 3,5 und suchen den zugehörigen Funktionswert. Hier finden wir den Wert 26. Das heißt, t von 3,5 ist 26. Und nun sollen wir noch in Worten erklären, was diese Werte hier aussagen. Dafür ist es auf jeden Fall gleich mal hilfreich, hier die Einheit dazu zu schreiben. Und zwar, die Temperatur ist in Grad Celsius gegeben. Das heißt, wir haben hier 30 Grad Celsius und hier 26 Grad Celsius. Das heißt, die 30 Grad Celsius sagen aus, dass nach einer Minute die Temperatur bei diesem chemischen Experiment 30 Grad Celsius betrug. Und hier unten, dieser Wert sagt aus, dass nach 3,5 Minuten, also nach 3,5 Minuten, betrug die Temperatur bei diesem chemischen Experiment 26 Grad Celsius. Damit sind wir am Ende dieser Videoreihe angelangt und ich hoffe, du konntest ganz viel lernen.